Ich will auch noch was sagen zum Datum. Heute ist der 22. Juni. Vor 75 Jahren haben die Stukas und die Tigerpanzer die Grenze zur Sowjetunion überschritten. Der deutsche Angriff auf Russland hat begonnen und es war die furchtbarste Phase im Zweiten Weltkrieg. Und wer normalerweise Leute wie der General oder ich oder Kompakt oder die AfD oder Pegida, wir werden doch immer mit dem Nazi-Vorwurf traktiert. Aber wenn jetzt die NATO auf den Fußspuren der Wehrmacht gegen Russland rollt und gerade in diesen Tagen den Angriff auf Russland übt, im größten Manöver seit dem Kalten Krieg, da macht unsere Bundesregierung mit und es gibt kein Wort der Kritik und das ist ein riesiger Skandal. Das deutsche Volk will den Frieden. Und das deutsche Volk, das zeigen alle Umfragen auch im europäischen Vergleich, ist das Volk der Putin-Versteher und darauf können wir stolz sein. Und es sind nur die Eliten, die amerikahörigen Eliten und der journalistische Wurmfortsatz, die uns in diese Konfrontation treiben wollen und da gehen wir nicht mit. Immerhin gibt es Außenminister Steinmeier, der jetzt am Sonntag gesagt hat, er wehrt sich gegen das neue NATO-Manöver, er ist gegen Säbelrasseln und Kriegsspiele und weitere Provokationen Russlands. Muss ich ehrlich sagen, das hätte ich von dem Kerl gar nicht mehr gedacht, nachdem er 2 Jahre jeden Blödsinn mitgemacht hat. Aber irgendwas hat sich in ihm geregt oder er spürt diese riesengroße Gefahr. Und was passiert jetzt? Die gleichgeschaltete Presse, wir haben ja eine Pressegleichschaltung ohne Goebbels, die gleichgeschaltete Presse und die CDU, jetzt fallen sie, so wie sie bisher über unser Eins hergefallen sind, fallen sie auch über den Steinmeier her und bezeichnen ihn als Putin-Versteher. Und da sage ich, Steinmeier, wach auf, löse dich von diesen Leuten, die unser Land und auch dich selbst ins Verderben führen. Und wenn die Amerikaner von Menschenrechten reden, dann meinen sie doch nur Schürfrechte. Und wenn sie sagen Freiheit für die Krim, dann meinen sie Ankerplätze für ihre Flotte. Und Freiheit für Donbass heißt, wir wollen die Kohle vorkommen. Und Freiheit für Sibirien heißt, wir wollen die Rohstoffe vorkommen. Das ist alles eine gnadenlose Heuchelei. Und der deutsche Michel darf nicht so doof sein, 75 Jahre später wieder Richtung Stalingrad zu marschieren, diesmal für angloamerikanische Ölinteressen. Und diese Flinten-Uschi, die da im rosaroten Kostümchen die Front abschreitet, als ob sie Ahnung davon hätte. Das ist ja die Pest. Und wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann ist doch die Lehre die, Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen.